Die Glocken des Stephansdoms hallen durch die Wiener Innenstadt, während tausende Lichter aufleuchten. Gemeinsam erinnern sich Menschen hier an Lisa Maria Kellermeier. Monatelang wird die Ärztin von ImpfgegnerInnen bedroht. Am Freitag wird sie schließlich leblos in ihrer Praxis gefunden. Fremdverschulden ist ausgeschlossen. Doch dem, was Menschen hier am Stephansplatz nahe geht, wird auf der berüchtigten Plattform Telegram mit Hohn begegnet. Aha, irgendwer ist gestorben. Ja, lass uns daraus einen Artikel über Morddrohungen und Hass schreiben, auch wenn das mit der Todesursache nichts zu tun hat. War sicher geimpft. Plötzlich und unerwartet. Ja, was soll ich sagen? Jetzt kann sie niemandem mehr schaden. Mitleid habe ich nicht mit ihr, denn sie hat 1000 Menschen krank gemacht und auch ermordet. Auf Telegram sind solche Aussagen Alltag. Von ImpfgegnerInnen in Österreich bis zu den Angreifern des Kapitols in den USA. Bei radikaleren Gruppierungen ist die Plattform sehr beliebt. Telegram tut sich dadurch hervor, dass es eine Plattform ist, die so gut wie gar keine Inhalte moderiert. Eigentlich auch nur auf Druck von Apple und Google aufgrund deren App Stores überhaupt auch gegen rechtsextreme Inhalte vorgeht. Das sind halt Maximalisten, was Meinungsfreiheit angeht. Und sie wehren sich auch gegen Kooperationen mit lokalen Strafverfolgungsbehörden. Für die Behörden ist Telegram kaum greifbar. Unter anderem soll der angebliche Hauptsitz in Dubai leer stehen. Hier herrscht sehr viel Unklarheit, sowohl was die Besitzverhältnisse betrifft, auch wo die Entwicklerinnen und Entwickler der App sitzen. Und das macht es natürlich sehr schwierig dann für die Kooperation mit staatlichen Stellen. Trotz der anhaltenden Kritik an Telegram will Lohninger aber klarstellen. Eigentlich hätten die Strafverfolgungsbehörden alles in der Hand gehabt, hier auch Dr. Kellermeier zu helfen. Also es liegt nicht an der Technik und es liegt auch nicht an den Gesetzen. Das bedrückende Gefühl, Dr. Kellermeier hätte gerettet werden können, überschattet auch das Lichtermeer am Stephansplatz. Es ist ganz klar eine Position, die man verteidigen muss und Leute, die man schützen muss. Und dass da nichts passiert, ist eigentlich ein Skandal. Es ist einfach zugeschaut worden. Das sind vielleicht Dutzende oder Hunderte, die unter diesem Terror leiden und die vielleicht auch schon auf der Schnoppen stehen, wenn er keiner hilft und keiner zuhört. Die große Hoffnung, ähnliche Fälle durch mehr Unterstützung und Gemeinschaft vermeiden zu können.